Ja, hallihallo, ich grüße euch zu diesem neuen Video. Der Karl und der Lothar, die haben neulich wieder eine Pressekonferenz gegeben zum heißen Herbst, der auf uns zuläuft, in Bezug auf das große C. Und es gab zwei völlig konträre Aussagen zum Immunitätsstatus. Und innerhalb von 60 Sekunden haben sich diese beiden Fachleute komplett widersprochen. Ich habe in den ersten anderthalb Minuten das Ganze so zusammengeschnitten, dass man die Aussagen direkt gegeneinander legen kann. Zum Ende des Videos seht ihr nochmal alles am Stück, ungeschnitten, so wie es stattfand. Es sind 2 Minuten, die sich völlig widersprechen, aber seht selbst. Die Studienlage ist die, dass wir im Tierexperiment und auch bei also den Impfstoffen, die wir bisher genutzt haben, immer gesehen haben, dass die neutralisierenden Antikörpertiter korreliert haben mit dem Schutz vor Infektionen. Wir kennen keinen Wert, den wir im Labor bestimmen können, mit dem wir sagen, diese Person hat einen Schutz oder diese Person hat keinen Schutz. Das kann man approximieren oder konnte man in den Studien immer approximieren durch die also Höhe der also variantenspezifischen neutralisierenden Antikörpertiter. Es gibt auch nach 1,5 Jahren intensiver Forschung noch keinen Laborparameter, mit dem Sie das sagen können. Sie können Antikörpertiter bestimmen und Sie können auch dann in der Zellkultur im Labor bestimmen, dass man mit diesen Antikörpern bestimmte Viruslasten reduzieren kann, aber es gibt keinen Grenzwert. Wenn diese über 1.000 lagen, und darüber gibt es halt sehr viele Studien, und somit also ist alles dazu gesagt. Das heißt also, es korrelieren hohe Antikörpertiter auch nicht zwingend mit gutem Schutz. Es gibt auch Menschen, die haben ganz niedrige Antikörpertiter, aber wenn man dann eine Infektion hat und sie dann nachverfolgt, haben sie trotzdem Schutz. Und ab jetzt kommt das ganze Material noch einmal ungeschnitten in der Originalversion. Ich würde gerne einfach die Aussage von Herrn Minister Lauterbach zusammenfassen. Also das heißt, Sie stützen diese Aussage auf Plausibilität und Erfahrung und nicht auf aktuelle Studien. Richtig? Nein, nein, das habe ich weder gesagt noch, ich glaube, es hat jeder, was ich gesagt habe, hat, glaube ich, jeder verstanden. Von daher, dass, wie Sie es zusammengefasst haben, ist es nicht richtig. Und ich möchte das nicht noch einmal, also die Studienlage ist die, dass wir im Tierexperiment und auch bei also den Impfstoffen, die wir bisher genutzt haben, immer gesehen haben, dass die neutralisierenden Antikörpertiter korreliert haben mit dem Schutz vor Infektionen. Das kann man approximieren oder konnte man in den Studien immer approximieren durch die also Höhe der also variantenspezifischen neutralisierenden Antikörpertiter, wenn diese über 1.000 lagen, und darüber gibt es halt sehr viele Studien, und somit also ist alles dazu gesagt. Frau Spiekermann. Herr Professor Wieler, ich habe eine Frage zum, wir haben jetzt viel auch über Dunkelziffern gesprochen, zum Immunitätsstatus der Bevölkerung. Wo liegt der denn? Weil der war ja mal auch in den vergangenen Jahren sehr wichtig, um bestimmte Maßnahmen zu rechtfertigen. Das ist nicht einfach zu sagen. Also, warum ist das nicht einfach zu sagen? Es gibt dafür 2 Gründe. Wir kennen keinen Wert, den wir im Labor bestimmen können, mit dem wir sagen, diese Person hat einen Schutz oder diese Person hat keinen Schutz. Es gibt auch nach 1,5 Jahren intensiver Forschung noch keinen Laborparameter, mit dem Sie das sagen können. Sie können Antikörpertiter bestimmen und Sie können auch dann in der Zellkultur im Labor bestimmen, dass man mit diesen Antikörpern bestimmte Viruslasten reduzieren kann, aber es gibt keinen Grenzwert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es muss auch immer wieder in den Köpfen der Leute sein. So, das heißt also, es korrelieren hohe Antikörpertiter auch nicht zwingend mit gutem Schutz. Es gibt auch Menschen, die haben ganz niedrige Antikörpertiter, aber wenn man dann eine Infektion hat und sie dann nachverfolgt, haben sie trotzdem Schutz. Es gibt die T-Zellimmunität und die können wir einfach im Labor nicht gut messen. Karl Lauterbach. Los, weg! Karl Lauterbach. Los, weg! Wenn euch meine Arbeit gefällt, lasst ein Like oder Abo da. Und wenn ihr kommentiert oder teilt, freue ich mich noch mehr.